meine Lieben. Manchmal ist die kleine Paula hier noch der letzte Hoffnungsschimmer im Fahrbüro. Wenn es oft mal wieder drunter und drüber geht, wenn man gar nicht weiß, was man zuerst schon alles machen soll, dann kommt dieser kleine Wirbelwind daher und reißt einen nochmal heraus. Es gibt so Tage, da arbeitet man den ganzen Tag dahin und am Ende fragt man sich dann doch, wofür denn? Was hast du denn erreicht? Was hast du denn ausgerichtet? Der Schreibtisch schaut hinterher nicht anders aus als vorher. Frustrierend mag das sein. Aber solche Erfahrungen kennt man ja wohl in jedem Lebens- und Arbeitsbereich einmal. Wie aus so einer Frusterfahrung bei der Arbeit, so einer Erfahrung der Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit, aber auch eine echte Gotteserfahrung werden kann, davon erzählt das Evangelium des dritten Sonntages der Osterzeit. Ich werde darüber sprechen, auch mit ganz persönlichen Bezügen, bereits am Samstag um 18 Uhr in der Harterkirche, am Sonntag um 8.30 Uhr und um 11.30 Uhr in der Feichtnerkirche. Der letzte Gottesdienst um 11.30 Uhr wird auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. So viel sei schon zu diesem Sonntag verraten. Egal was daherkommt, lasst den Kopf nicht hängen. Einer ist trotzdem bei euch, auch wenn man ihn manchmal nicht sofort spüren kann.